Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Andy Roy P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Upsala. Tales of Berseria. Schön noch ein Gummibärchen rumschlucken. Ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Gefängnisaufstand angezettelt und sind hier und da so ein paar Leute begegnet, so ein Goblin, eine Hexe, ein Samurai und Zusammenfassung, die waren alle merkwürdig. Mit denen sollten wir uns nicht aufhalten. Und ja, der Sound war in der letzten Folge viel zu leise, dafür entschuldige ich mich schon mal. Das ist irgendwie so schlimm hier mit den Tales of Spielen, das weiß ich nicht. Die Soundeffekte im Kampf sind immer, weil er am lautesten ist. Da muss ich halt hier wie ein Blöder eben ins Mikro schreien und hoffen, dass es nicht zu laut ist, dass die Kämpfe nicht zu laut sind und ich weiß es nicht. Das ist immer so ein Problem mit den Spielen, ich weiß es nicht. Jedes andere Projekt ist in Ordnung, aber wenn ich mit Tales of Spiel irgendwie aufnehme, habe ich immer solche Probleme. So. Hier haben wir gegen den Samurai-Typen gekämpft und immer gerade ein. Habe ich überhaupt Sachen zum Heilen? Ja, ne. Heildinger. Da. Apfelgelee, 9 Stück, okay. Aber wir haben eine Heilerin bei uns, die nicht wirklich im Team ist. Also dürfte das jetzt nicht so schwierig sein, hier durchzukommen. Hier kommt da so was von noch ein Boss, oder? Nee, da ist Dingens, so eine Seele wieder. Hi. Oh, da ist die Musik schon wieder voll laut. Ich muss jetzt jedes Mal schreien, wenn ein Kampf kommt, damit man mich hört. Und ich nicht in den Kombos hier wieder untergehe. Ja, ich versuche auch nicht so viel zu reden, dann, wenn die Kämpfe hier sind. Ich möchte euch ja nicht ins Ohr schreien und so, aber. Ah. So, die waren einfach. Hartverteidigung plus 5. Die Anzahl an Angriffen und schnellen Schritten, die in einen Kombo eingesetzt werden können, entspricht die Anzahl an Seelen, die man besitzt. Ja, Meisterfertigkeiten. Okay. Diese Fertigkeiten gehören immer zu einem Ausrüstungsteil. Jedes Ausrüstungsteil hat einen Beherrschungswert, der sich je nach im Kampf erreichten Rang erhöht. Bei maximal Beherrschung erwirbt der Charakter die Meisterfertigkeit dieses Ausrüstung dauerhaft. Yes! Also es ist so wie in Final Fantasy 9, nur halt nicht, dass man Fähigkeiten oder Magie lernt, sondern so passive Sachen. Darauf stehe ich ja sowas von, ne? Ich möchte es noch mal lesen, das fühlt sich so gut an. Bei maximal Beherrschung erwirbt der Charakter die Meisterfertigkeit dieses Ausrüstung dauerhaft. Statt deinen Charakter also mit unterschiedlichen Objekten aus den Stärken sehen. Wenn ein Charakter ein Ausrüstungsteil trägt, dessen Fertigkeit er bereits beherrscht hat, werden die Effekte der Fertigkeit verdoppelt. Aha, okay. Boah, mir ist gerade so einer abgegangen, als ich das gelesen habe. Oder lass mich mal sehen, bitte. Wow, oh, geil. Also es ist so wie in Tales of Graces F, man, anstatt dass man aber Dingens ausrüstet. So, oh, das ist so geil. Vor allem jetzt übt sich auch bei euch. ich feiere das gerade so. Ich bin ja so ein Typ, ich tue nie Ausrüstungssachen hier verkaufen und so, ne? Ich tue alles immer behalten, was ich bekomme. Und jetzt habe ich auch noch einen Grund dafür. Weil alles, was ich jetzt hier habe, mir irgendwie eine Fertigkeit gibt. Oh, das ist so schön, ne? Aber zufällige Fähigkeiten sind dann so Sachen, warte mal, 505. Ich glaube, ich hatte 500 irgendwas. Ich habe jetzt mehr bekommen. Ne? Also muss ich das nicht ausrüsten, oder? Die sind einfach nur hier so für Dingens, ne? Passive Effekte, boah, das ist richtig geil. Ja, wie gesagt, ich tue ja immer Ausrüstungen horten, wie ein Blöder, ne? Und jetzt zahlt es sich endlich aus. Wir haben nicht so ein beschörtes Verschmelzungssystem wie in Graces F oder Cesteria. Oh, das Spiel wird immer besser. Ich glaube, am Ende, wenn das so weitergeht, wird das hier noch mein absoluter Lieblings-Tales aufteilen, wenn die ganzen geilen Sachen hier noch so weitergehen. Ist nur offen, dass die Story noch in Ordnung sind und die Charaktere, dann haben wir eigentlich ein perfektes Spiel für mich. So, was mal, da komme ich wieder, was? Ja, einen Moment. Bin ich denn jetzt hier? Bin jetzt.
wenn wir zurückgelaufen, ne? Boah. Ja, da, dann könnt ihr euch schon gewöhnen, ne? Dass ich sehr viel, weiß ich nicht, mich verirre. So, warte mal, da mal gegen Samurai. Warum bin ich denn schon wieder? Ey, kann ich mich schon wieder so blöde verirren? Hier gibt es doch wahrscheinlich nur einen Weg, ne? So ein Typ, der auf so einem geraden Weg immer nach links und rechts guckt. So, warte mal, da konnten wir nicht weiter, ne? Weil da waren, ja, da war, waren ein paar Besoffene am Liegen. Die sind nicht tot, die schlafen nur. Ich meine, hallo. Was geht denn? So, aber guck, was so statt Steuerkreuz macht, und da tut auch Sachen hier aufrufen. So, und das sieht aber nach Boss aus hier. Ja, aber so was von. Na. Ja, wenn ich einfach die Leiter hochklettern und abhauen. Oh, du brennst. Geil. Ja. Ja, dafür, dass wir hier auf schwer spielen, habe ich bis jetzt noch nicht so viele Probleme zu überleben. Eine Samurai war schon ein bisschen hart, aber solange wir hier eine Heilerin haben, ist das noch relativ easy. Spätestens wenn der erste offizielle Boss kommt, ne? Wir hatten ja noch wirklich gar keinen Bosskampf so richtig, den wir so richtig besiegen mussten. Und hier wird es auch schon ein bisschen schwierig, aber gleich haben wir schon den ersten erledigt, jetzt wird es nur noch einfacher. Boah, geh weg. Ihr beide ein Schild. Nur du hast weniger AP. Das heißt, du stirbst. Ja, ich lasse mich sehr oft treffen, ja. Warte mal, kann ich auch hier Dingens ändern? Ja, okay, die tun auch hochleveln, also ist halt egal. Jahre, Jahre da so. Aber wer hat denn nochmal die Stimme von Jotaro in der Serie? Diesel, oder? Da gab es noch einen Typen, der hat die Stimme von Dio. Bösewicht, dieser Fuchstyp. So, klettern. Ach, hier geht's noch weiter. Und jetzt bald diese Szene aus dem Intro, wo wir irgendwie, weil nicht mit unseren Armen hier so rausgesprungen kommen von irgendwo. Also die Stelle im Intro, wo es dann richtig abgeht. Erst ist es voll so still und dann. Aber sieht nicht, doch sieht so aus, das ist dieser Turm sogar. Ah, Mist. Ja, der hat mir auch noch nicht eingesetzt. Masaka, ikura anata demo. Ja, haben es geschafft. Bezeichnet. Wir sind dreckig geworden, aber ich glaube nicht, dass ihr das so viel ausmacht. Sogar den Arm eingringt. ある意味呪いね。それをかけたのはあんたたちでしょ。分かっています。だからこそあなたを。 Ja, wird mir, kann mir jemand irgendwie auch erklären, was hier passiert ist überhaupt? Warum der irgendwie gemacht hat und so, und mein Controller vibriert, also ist ein Gegner hier in der Nähe, ne? Das muss dann du sein. Komm her. Boah. Ach, das war Manuel, ja, ist klar, Manuel.
Manuel. Wie soll ich denn jetzt noch einen Spanier herkriegen? Ja, ich setze immer die eine Kombo im Moment ein. Besonders weil die Viecher dagegen effektiv anfällig sind. Ich muss nicht wirklich irgendwie auf Strategien zu achten, weil die eine mich heilt. Deswegen kann ich einfach so draufhauen wie blöde. Das ist auch was. Ja. Oh, Kräuter. Muss dann riechen. Gut. Wo ist das? Immer ein Gefängnis. Das ist so verrückt, das könnte sogar klappen. Ich muss ja in jeder Ecke wieder zurückgucken. Im Fall hat irgendwo da was liegt. Uff. Was hat es mit diesen Seelen auf sich? Warte. Kann man irgendwie so eine schnelle Drehung machen? Ah ja, so kann man. Ah, L1, okay, gut. Ja, ich kann nicht aus dem Intro. この島に派遣されていたなんて。驚いた。シアリ。君がゾクに協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なんだ。いいえ、私の意思です。精霊が意識。どうや君を操っている者がいるようだ。待ってください。 Wir sagen beide Namen nichts. こいつに勝てないなら先に進んでも意味がない。ゴーマとはいえ女性。礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国、聖領一等タイマス、オスカードラゴニア。そちらは？ Komm her, Ritter Schönling. Nein, ich gehen nicht auf ihn als jetzt. Er hat 11.000 AP. So viel zum ersten Boss, ne? Er wird unser erster Boss sein, oder? Oh, oh, man sieht sogar Dingens hier, hallo. Tiger Blade. Ja, sehr viel trainieren konnte ich sowieso nicht, also ich vergesse mal. So, so, der Oscar geht auf die los, perfekt, dann kann ich ja die ja schon mal alle kaputt hauen. Aber dieser Ratschlagangriff tut gut Schaden machen. Was machst du denn da? Ha, oh geil, gib mir das. Ja, du bist schon mal weg. Bitte sei nicht so ein Boss, der immer wieder neue Leute spawnt. Hat er gerade Tiger Fang, Tiger Zahn, ist hat nicht Tiger Blade, okay. Was bist du dran? Nicht gut, dass du bist nur auf die losgehst. Und du kannst, du abwehrst dieses Ding. Abwehrst, genau. Das sieht aus wie Tiger Blade. Ja, irgendwas sagt mir, ich sollte von dem weit entfernt kämpfen. Und der hat mich erspäht. Oh Gott. Noch mehr bitte. Auf die loszugehen. Danke. Geh weg. Alter, der erste Angriff trifft mich nie, aber danach immer. Aber ich merke gerade, ich bin die einzige Person hier. Wenn ich drauf gehe, ist wahrscheinlich Game Over, ne? Deswegen sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen heilen. Oh, so. Ja, da muss ich schon ein bisschen mehr aufpassen, habe ich so Gefühl. Na, komm her. So, ich tue ein bisschen mehr abwehren, ja. Er sagt mir nicht, ich muss alle AP von denen abziehen. Muss ja bestimmt nur die Hälfte oder so abziehen, oder? Ja,
Okay, sehr gut. Ich habe euch gerade erledigt, ehrlich. Was bist du denn? Was? Was hat er mit dem Typen gemacht? Hat so halt nicht geplant, du Idiot? Wie ein Drache. Wir waren in Tales of Systemia ein Big Deal, also. Alter. Oh man. Immer das in ihre Erinnerungen, die wir auch aufnehmen. Okay. Doke, Samurai to. Omae mo kurai. Komm, Tutorial. Nach Halt des Rings des Hexers durch das Verschlingen von Seelen kannst du jetzt Seelenbrecher einsetzen. Okay. Ja,
Einmal für einen Charakter freischalten können diese mächtigen Arts ausgeführt werden, wenn du R2 gedrückt hältst. Wenn du drei oder mehr Seelen kontrollierst. Diese Kraft hat ihren Preis. Der Charakter verliert eine Seele. Das Ziel erhält eine Seele. Diese Angriffe ignorieren Combo-Limits und erlauben das Beginn von Kombos, was Combo-Ketten wirklich die Zahl der vorherigen Seelen überschreitet. Man guckt euch mal mein Dings an. Oh Gott. Ach so, das ist nur. Oh, what? Ich habe ein Ding nur. Auf den Arm nehmen. Alter, wie soll ich den erledigen? Ja, Widerstand Feuer. Ich habe nur eine Feuerart hier bisher. Mir hat gefällt. Alles ist so schwach, war normal. Und jetzt? Da ist schon wieder ein AP. Wie soll ich denn das überleben? Hallo? Ich habe das Gefühl, dass die einzige Möglichkeit, wie ich den bekämpfen kann. Nein, 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 ausweichen. Also zum Glück lässt er sich jetzt hier schön vermöbeln. Ich muss hier so ein Ding mal einsetzen, so ein Ausweichschritt, damit ich eine Seele ja wieder bekomme. Habe ich so ein Gefühl, das ist mir ein bisschen zu riskant hier gerade. Oh Gott, versuchen wir halt noch mal. Warte, jetzt habe ich Dings wieder. Verpackt noch nicht so. Aber ich bekomme HP dadurch zurück. What? Jedes Mal, wenn du Schaden verursachst, reduziere ich die Angriffsrate des Gegners. Okay. Ich wollte die ganze Zeit schon lesen. Also ganz check ich das noch nicht, aber ich glaube, ich habe mir die ganzen Apfelgummis hier sparen können. Gut, so viel dazu. Hey. Das hat mich angegriffen. Ja, fast den brennenden Typen an, genau. Und hinlegen und Rollennetze machen müssen. Oh, ihr beiden. いや、いや。遠からトビ降りた時は死ぬかと思ったわい。お前は突然来て、俺に応募さってただけだろ。おお、お前は。お前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎乱月。これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。 Zwei neue Mitglieder? Komm schon. Schwalbentanz erlernt. Ah, wir haben Sachen gemeistert, ausgezeichnet. Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten zu lösen, die Kapitel herstellen. Wenn du SG bereits voll ist und du gerade dabei bist, einen Gegner zu besiegen, kannst du ihn praktisch ohne Kosten mit einem Seelenbrecher legen, denn du erhältst die verbrauchte Seele wieder zurück.
kannst dann auf derselben SG-Stufe weiterkämpfen. Zusätzlich werden bei Ausführung eines Seelenbrechers sehr viele KP regeneriert. Und kann dich sogar dann heilen, wenn du vom Staatskrankheiten betroffen wirst. Danke, ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst. Geh mit dieser Ausmäßigkeit sparsam um, denn sie könnte deinen Anschlag dafür geben, ob der Kampf weitergeht oder zu Ende ist. Ja, das stimmt. Ja, wenn ich den nicht damit erledige. Wer will Kampffertigkeit? Seelenbrecher. Falls ihr eine Klaue mit drei oder mehr Seelen R2 während der Bereitschaft oder eine Combo gedrückt halten, um eine Seele zu bezahlen und verzehrende Klaue zu aktivieren. Diesen Angriff wird Velvet Therionisiert. Das verbraucht KP, vielleicht aber je nach Gegner zusätzliche Fähigkeiten. Bei einem KP oder der Ausführung eines Arts, sobald die Maximalkombo erreicht wurde, wird ein Artbrecher entfesselt und die Therionisierung beendet. Je niedriger Velvets KP ist, umso mächtiger der Angriff. Ah, okay. Also haben die mich immer getroffen und ich bin dann, okay. Ich dachte, ich habe das durch diesen Angriff hier bekommen. Ich habe P verloren, habe ich. Muss ich noch lernen. Was mich wundert ist, der Oscar hat hier irgendwie diese Regel von Arthur irgendwie, Afa irgendwie, Artorius, wie auch immer, zitiert, die Velvet auch immer zitiert hat, während des Tutorials, sag ich mal. So, die entfesselte Bestie. Oh, wir haben Dings. Wie heißt das? Oh, hallo. Du bist auch ein Hauptcharakter, glaube ich. Wir haben Trophäen, die Bilder haben und nicht einfach nur so drei verschiedene sind, die nach. Okay. Okay, kümmern wir uns um diesen Jungen. Ja. So, warte nochmal. Wie viel hast du noch? Durch beide auf einmal erledigen. Diesen Ding hier. Boah. Was ist das? すまん。武器があれば力になれたんだが。どうしたの、バフ。出るでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は。なんかこまいのがピューっと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返してない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしても、ここがどこか確かめんと。 わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図。さっきのことしていた。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領。つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるボートには行けないって。 道具列にどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだな。立花氏はあなたじゃ。どこかにあたたかいスープとここの温まる小話はないかの。近くにエラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。 Okay, Betonung liegt auf wir, ne?
Kampfstiefel, du erwirfst Erfahrungspunkte und Geld. Nicht ein Sieg im Kampf. Charaktere steigen ein Level auf, wenn sie erforderlich Menge an Erfahrungspunkte erworben haben. Duh. Ein Levelaufstieg gehört die Grundparameter eines Charakters, seine maximale KP und halt eine neue Art zur Verwendung frei. Deswegen ja besiegt, kommt bei jedem Kampf zusätzliche Erfahrung. Spaß, das wird mir nicht so gefallen, habe ich so ein Gefühl. Max, wenn alle die gleichen Erfahrungspunkte haben. Weiter durch Drücken von Dreieck drücken, Gebietskarte, da bin ich schon raus mit irgendwie. Ring des Hexers halten, die Heilungsarzt des Malaks. なに何も紛もないが、あの棒は変わっておったの。確かにな。命令もないのに回復術で拷問を助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。タイマ氏に従う精霊のくせに我欲のあるやつじゃわ。まあ、こっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。 Mittendrin ist Velvet, genau, habe ich mir gerade so gedacht. So, haben wir einen Speicherpunkt hier in der Nähe. Wir sind immer noch allein. Ich bin noch bis zu einem Speicherpunkt spielen. So, die haben wir noch nicht gemeistert, okay. Okay, weiter. Hier erstmal einen Speicherpunkt hier finden. Die Laune der Hexe. Ja, irgendwie schon. Sein Charakter ist vollkommen anders, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. と言えば分かるかや。おお。つまり役に立つやつが魔法を使って役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。 Sie scheint so eine Art Drama Queen zu sein, habe ich so ein Gefühl. Und da ist ein Speicherpunkt. Hey, und oh, da ist eine Seele. 10 Stück, was auch immer das bedeutet. Aber was es jetzt bedeutet, ist, dass wir erstmal mal den Part beenden und mit unserer sehr etwas bunten Truppe einmal hier zum, wo sollen wir überhaupt hin? Naja, so irgend so eine Stadt war das, ne? So ein Dorf, so, weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Gut. Ich würde aber sagen, wir werden den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.